Hallo, hallo, hallo. Demiro hier mit Let's Play Dead Space 2. Ich weiß, es ist schon ein Weilchen her, dass wir hier das letzte Mal was von aufgenommen haben. Das tut mir leid, das ist, ja, was war das? Das war ziemlich einfach. Wie beschreibt man das? Ich hatte nicht wirklich den Nerv in letzter Zeit, irgendwas aufzunehmen. Und müsste jetzt eigentlich den ganzen Kram hier erstmal ein wenig lauter machen. Weil das ganz gut kommt, wenn man das Spiel auch versteht. Ich kann letztendlich eh filtern von der Lautstärke. Von daher kann man das ruhig mal machen. So, wir sind stehen geblieben, so wenn ich das richtig im Kopf habe, in Kapitel 13. Ich guck lieber nochmal. Ja, Kapitel 13. Welcher ist denn der richtige? 9 Stunden? 8:51. Da musste ich irgendwann mal was nachspielen, deswegen bin ich gerade am gucken. Ich glaube, ich mache es aber ganz klug und mache einfach mal Spiel fortsetzen. Müsste dann ja stimmen. Und dann legen wir gleich los. Wir haben aufgehört, nachdem wir Ellie weggeschickt haben. Und hier, ach, ich erinnere mich. So ein Scheiß. Setz die ein, bitte. Setz sie ein. Ah, da hilft selbst Präzision nicht. Hilft Gewalt. Nein. Okay, da unten geistern jetzt nämlich ganz viele Nekromorphen-Viecher herum. Und deswegen hatte ich hier nicht weiterspielen wollen. Wir haben Munition, Munition, Munition über Munition. Und packen da mal die großen Spielzeuge aus. Okay, legen wir mal direkt los. Einfach runter. Und wenn ich hier schon so ein Stasi-Päckchen bekomme, dann dürfte hier unten gleich auch das erste Viech kommen. Wo ist es denn? Hallo, na? Hallo, na? Oh, wir nehmen einfach dich da. Ihr seid mehrere. Ihr seid dann die glücklichen Gewinner. Na komm, mach. Warum geht die Musik denn jetzt schon so steil? Was ist da los? Geht das Ding nicht auf? So geht's auf. Und dann, hi! Skeet! What up? Ich mach euch alle kalt. Ist voll der gute Plan. Dann hau ich dir auf den Sack und hab gleich keine Muni mehr. Wuhu! So, ihr seid erledigt. Du zuckst auch nicht mehr. Wow, du aber noch. Du aber, alter Kumpel. Da wollen wir mal gleich mit aufhören. Du kannst da hinten irgendwo rumexplodieren. Das ist alles okay. Oh, was war das denn jetzt? Irgendwas ist hier doch noch. Wir laden erstmal nach. Die Zeit haben wir. Ballern uns ein Medipack rein. Hüpfen auf den Leichen rum. Ich bin reich. Ich bin sowas von reich. Okay. Der Raum lief doch schon mal ganz gut. Ich möchte, glaube ich. Na, ich lasse mich mal links prüfen. Der ist schon kaputt. So. Du bist tot. Bums. Gibst mir die Minen. Was soll ich denn mit Minen? Ja, das ist gut. Ich nehme es einfach mal mit. Passiert hier was? Oh nein! Ich darf nicht durch! Metall! Na, wo das nur her. Shit. Du bist ein. Was ist denn hier passiert? Hier wurde ordentlich gefeiert. Und du da bist doch bestimmt nicht tot. Doch bist du. Kriege ich für euch auch was? Nö, für euch kriege ich nix. Es ist mich jetzt irgendwie ein wenig am irritieren, dass die tot sind. Zumindest der da. Der sah so lebend aus. Du bist wirklich tot. Wow. Da drüben ist auch noch eins.
Ich stelle mich hier auf den Kampf ein, deswegen... Man sieht ja, die Tür ist zu, die Tür ist zu, Ja, irgendwas passierte, ich wollte es doch sagen. Wo willst du hin? Keine Ahnung. Und darum bin ich hier, Isaac. Um dir den Weg zu zeigen. Na, das war aber nett. Ist der Weg jetzt wirklich? Ja, Tatsache. Projekteingang Scanraum. Möchte ich wirklich gescannt werden? Ich möchte mich erstmal hier weiter umsehen. Denn von der Seite könnte ich theoretisch auch... Ach so, es ist quasi egal, auf welcher Seite ich lang gehe. Nicole wäre da aufgetaucht, wo ich lang gegangen wäre. Nicole, die Gute. Auch wenn das ein wenig komisch betont war. Na, kein Ding. Dann gehen wir hier rein. Vertrauen wir unseren Halluzinationen ein. Was ist das? Ein Koffer. Da werde ich gescannt, wahrscheinlich dann. Analyselabor 1. Stopp. Okay. Ich mache nur, was das Spiel mir sagt. Oder, na, ich gehe erstmal durch. Nehmen wir den. Ist der okay? Danke. So. Das klingt schon wieder sehr gesund. So. Erstmal in Ruhe anhören. Nicht aus dem Kopf. Die finale Konfiguration scheint in Reichweite zu sein. Ich könnte sie fast selbst lösen. Interessanterweise sagte ich letztens noch zu Travis, dass es fast erscheint, als wolle er, dass wir Erfolg haben. So etwas habe ich noch nie gesehen. Sobald wir dieses heuristische Stabilisierungsproblem gelöst haben, sollten wir anfangen können, die Schichten des Markers in den Mineralbädern nachwachsen zu lassen. Man hat also seinen eigenen Marker gezüchtet. Da liegt schon wieder einer. Ich fall da nicht mehr drauf rein. Oh, hi. Du siehst auch gut aus. So, dann wollen wir doch erstmal checken. Was bist du? Auf jeden Fall tot. Okay. Gruselige Musik. Wenn ich jetzt noch sehen würde, warum, dann wäre alles okay. Ich sehe nämlich noch keine Feinde. Ich sehe nur das Medipack. So. Da ist eine Tür. Es ist so aktionslos. Da haben wir Aktion. So, stirb. Mal wirklich umgehauen. Heißt es, diese ganzen Sicherheitsleute hier werden jetzt auch noch infiziert? Na, das wird ein Spaß. Hi. Komm mal rangekrochen hier. So, dich haben wir auch erledigt. Dann einmal speichern. Denn jeder Speicherpunkt bedeutet, dass ich irgendwelchen Scheiß nicht nochmal machen muss. So. Und hier drüben passiert nichts. Ich höre schon wieder was. Ich sehe wieder nichts. Das ist... Oh. Cool. 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 Kaputt. Mögest du gehen. Aua, irgendwas schießt auf mich. Ach, hinter mir. Na, wir sind fair. Wir... sind wir heute fair. Lasst mich mal in Ruhe nachladen, Jungs. Guinness. Das ist uncool. Ihr seid mir zu viele. Ihr seid mir ganz eindeutig zu viele. Alter. Bleib liegen.
Jetzt ist aber mal gut. Autsch. Hallo. Haben wir es jetzt? Bitte mal. Ja? Ist jetzt gut? Haben wir genug gespielt? Fein. Haben wir erstmal alles mitgenommen, weil der eine mit seiner Explosion wirklich alles getriggert hat, was man triggern konnte an Toten. Wie sieht denn unser Inventar jetzt aus, nachdem ich da diesen... Oh, das nehme ich erstmal noch mit. Ich sagte, das... Nehme ich erst einmal... Dann habe ich es durch den Raum gefeuert, anstatt es mitzunehmen. Ich würde das gerne alles erstmal noch mitnehmen. Wie sieht unser Inventar jetzt aus? Wir haben an Medikits aufgestockt. Wir haben... Ah, sowas kann ich gar nicht mitnehmen. Das müssen wir jetzt leider doch fallen lassen. So. Wir hätten hier noch eine Notfallstange. Dann Stase-Container. Munitionsmäßig. Wir haben mit 600 noch was Schuss auf dem Teil angefangen. Das wird weniger. Da liegt... Ah, da liegt Munition. So, ich habe mich schon gefragt, was das eben für ein Geräusch war. Dich nehmen wir mal mit. Und jetzt geht's. Ganz schnell weiter. Ich wette, ich muss mich nochmal umdrehen und es kommt was von hinten oder so. Nö? Nö. Das Dämpfungssystem, das in die Abschirmung um die Markertests gebaut wurde, sollte das Signal komplett abblocken. Aber ich schwöre, dass das Demenzsignal noch immer durchkommt. Außerhalb der Abschirmung registrieren die Sensoren rein gar nichts. Aber wenn man den gleichen Sensor im Marker platziert, gehen die Ausschläge in die Höhe. Entweder wir haben etwas komplett übersehen oder... Aber ich weiß nicht was. Und wenn das stimmt, dann möge Gott uns helfen. Gut. Ihr wusstet, dass was falsch läuft und dachtet euch, ach, kein Ding. Wir sind die Größten, das klappt schon. Und deswegen darf ich den ganzen Scheiß jetzt hier ausbaden. Ah, das klingt schon wieder toll. Ja, du bist tot. Da ist der Strahlungsraum, der eben erwähnt wurde. Aber der ist verschlossen. Da ist eine Bench. Habe ich Knoten? Das sehe ich dann ja gleich. Stasepack. Ich kann drei stapeln. Das ist also alles okay. Energie für die Energiekanone. Was geht denn mit dir? Du bist voll im Weg da. Geh mal weg. So. Was war das? Energiesperre. Natürlich. Die sind immer gut. Die sind immer voll super. Credits. Halbleiter Bronze lohnt sich jetzt nicht so ganz. Das Medipack kann ich nicht mal mehr mitnehmen. Plasma-Energie. Das war ernsthaft alles hier drin. Ich bin voll. Benutzen. Das kann ich nicht mal benutzen. Darr. Ich bin voll. Was ist das? Wir hauen dich raus. Wir hauen dich raus. Und bei Bronze waren auch nur 1000 Credits. Ich weiß es nicht. Ich lasse mir mal einen Platz frei. So. Das hat sich ungefähr so sehr gelohnt wie der halbjährliche Zahnarztbesuch. So fühlt es sich gerade zumindest. What the fuck? Wo kommst du her? Alter, ich drücke E. Ist kein Ding. Was bist du? Wohin schieße ich denn bei dir? Was zur Hölle? Ja, ich drück schon wieder E. Ist keine... Kein Problem. Mach kaputt. Alter. Ihr geht mir aber auch auf den Senkel hier, ne? Natürlich sind da noch mehr. Dreh mal so ein bisschen durch hier. Ey. Oh, geht kaputt. Wo kam der her?
Was war das? Hab ich jetzt irgendwas hier drin, was ich noch mitnehmen kann? Ich habe ja ein bisschen was verballert. So. Und ich würde gerne sicherheitshalber das Kleine noch nutzen wollen. Erstmal. Oh, jetzt habe ich genug AP. So, die Bench aktivieren. Da sind wir stehen geblieben. Drei Knoten. Rick. Kann ich an der Rick noch irgendwas machen? Trefferpunkte, Schaden, Luft? Nein. Strahlenkanone. Kann ich da was reinsetzen? Kapazität. Das wäre ganz interessant eigentlich noch. Das würde ich noch mitnehmen wollen. So. In der Energiekanone irgendwas direkt bei uns? Nein. Im Stase-Modul wahrscheinlich auch nicht. Nein. Ich würde hier mal ganz kurz pausieren. Sekunde.